Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin da, ich bin hier, ich bin... Naja, also ich bin nicht alleine, aber ich habe was ganz Besonderes heute hier für euch. Und zwar, könnt ihr mir mal sagen, was los war? Also ich habe dieses Moment. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte fragen, was los war. Ich hatte nämlich diese Palette vor ein paar Tagen bei Instagram gezeigt und ihr seid ziemlich ausgerastet darüber. Und zwar ist das die The Antidote Carnival 4 Palette von Be Perfect und Stacey Marie. Wait a second. Ihr seid richtig, richtig ausgerastet und einige von euch haben sie auch schon getestet, einige noch nicht und waren ganz interessiert in einem Video. Und deswegen habe ich mich heute mit euch hier versammelt, um einen Look damit zu schminken. Ihr könnt euch, glaube ich, schon denken, in welche Richtung es gehen wird. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Mittwoch. Und ich habe selbstverständlich einen Code für die Palette bekommen. Kein Affiliate-Code, ganz, ganz wichtig. Ich kriege nichts über diesen Code. Aber ich habe die Palette von Pures zur Verfügung gestellt bekommen. Und sie haben mir auch einen Code gegeben, mit dem ihr 20% auf alles von Be Perfect sparen könnt. Alle Informationen sind unten in der Infobox. Und wir werden heute diese Palette testen. Wir werden einige Farben swatchen. Wir werden einen Look damit schminken. Ihr kriegt meine Meinung zu dieser Palette. Und ich würde vorschlagen, wir verlieren keine weitere Zeit und starten mit dieser Palette. First of all, können wir kurz über die Farben reden. Es ist ein Traum. Also, ich habe tatsächlich, glaube ich, die letzte Carnival-Palette nicht getestet, die anderen beiden schon. Stacey Marie ist eine britische YouTuberin oder Instagramerin, Make-up-Artistin, you name it, die mit Be Perfect zusammen diese Palette gemacht hat. Und ich muss sagen, Be Perfect hat mich, glaube ich, noch nie in Lidschatten enttäuscht. Was ich besonders schön finde bei denen, ist wirklich die Vielzahl an Farben. Und ich habe mich echt gefragt, okay, die erste war schon bunt. Die zweite war schon bunt, aber es waren andere Farben mit drin. Die dritte war wieder was anderes. Und also irgendwann ist das Farbspektrum an Lidschatten meiner Meinung nach aufgebraucht. Aber sie kriegen es immer wieder hin, neue Farben rauszubringen. Und das hier ist, glaube ich, die schönste Palette oder die für mich ansprechendste Palette von Be Perfect. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt in der Kamera, ich glaube schon, die Palette ist in warmen und kühlen Grüntönen gehalten. Aber wir haben immer diese Dreierreihen. Wir haben hier die Rot- und Orangetöne. Wir haben hier die Dreierreihe eher so ein bisschen neutraler und Classic Maxim Giacomo. Und dann hier einfach die schönsten Grüntöne in Moos, in Gelb, in Hellgrün, in wirklich vielen, vielen verschiedenen Farben. Und ich glaube, dass das die schönste Herbstpalette ist, die ich jemals gesehen habe. Alleine von Art der Menge an Farben und auch dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Muss man schon sagen, dass das ziemlich, ziemlich gut ist. Wir haben hier nämlich, wie viel haben wir denn hier drin? 45 müssten es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 27, 36, 45 Farben. Das ist eine ganz schöne Menge. Unter 40 Euro und dann 20%. Also jeder Lidschatten kostet auch weniger als 1 Euro. Das ist schon ziemlich gut. Also runtergerechnet auch im Vergleich zu Mono-Lidschatten ist es sowieso viel günstiger. Aber tatsächlich ist das eine Palette, die ich mir rund ums Jahr gut vorstellen kann. Im Herbst eher den unteren Bereich, im Frühjahr den oberen Bereich, im Winter vielleicht hier die Braun- und Grüntöne. Also sehr, sehr schön durchdacht und ich freue mich wirklich, die Palette zu benutzen. In den letzten Monaten kamen sehr, sehr viele Produkte raus und irgendwie habe ich so ein bisschen, ja, es sieht alles irgendwie gleich aus. Ich freue mich aber, dass jetzt natürlich das Ganze sich auch wieder so ein bisschen an die Jahreszeit anpasst und ich würde vorschlagen, wir starten. Bevor wir die Palette benutzen, will ich natürlich einmal mein Make-up aufmachen. Wir ignorieren meinen kleinen Besuch heute. Ich habe mir tatsächlich einen Friseurtermin gemacht. Ich halte es nicht mehr aus. Diese Matte hier hinten, es sieht einfach nicht mehr schön aus. Und ich weiß, es ist immer so diese Zwischenlänge, aber I don't feel it. I don't want it. Primer habe ich tatsächlich schon aufgetragen. Ich benutze als Foundation diese hier. Das ist die L'Oreal Perfect Match Nude Foundation. Liebe ich im Moment über alles. Wunderschönes Finish. Hält den ganzen Tag. Fühlt sich gut an. Mag ich gerne. Viele von euch mögen sie auch. Und ich mag diesen leicht feinen Glow da drin. Ich arbeite mir als erstes mit einem Pinsel ein. Die Farbe ist perfekt. Die Deckkraft ist völlig ausreichend. Und selbst hier mein kleiner Besucher kriegt sie einfach gut abgedeckt. Ich möchte heute einen sehr, sehr Full-Coverage-Look machen, also viel Foundation, viel Concealer, viel Contour, weil ich habe einen Look im Kopf, habe ich oft, wird meistens eh nie so, wie er eigentlich gedacht ist, aber ich glaube, dass viele von euch die Palette auch feiern werden, weil
Das sind wirklich Farben, da ist für jeden was dabei. Und selbst wenn man sagt, okay, grün ist jetzt vielleicht nicht so meins, das ist keine bunt waren die anderen Paletten, finde ich. Das ist eine sehr tragbare Palette fürs ganze Jahr. Aber gerade jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob es bei euch auch schon so ist. Ich habe gestern den ersten Kürbis gekauft. Wir haben den 21. September. Das Jahr ist vorbei. Ich gehe auch gleich so ein bisschen hier über meine Lippen. Es sieht zwar am Anfang immer ein bisschen verrückt aus, aber am Ende möchte ich eine Fantasy heute. Ich möchte die Full Coverage. Maxim Giacomo kommt aus dem Wald. Mit Olivenöl-Skin? Maybe. Ich verblende mir das Ganze einmal noch so ein bisschen, dass ich die Strokes mit raus habe. Und dann benutzen wir wieder meinen liebsten Concealer. Den habe ich tatsächlich erst wiedergefunden. Von Kimchi Chic Beauty. Super Full Coverage Concealer. Wisst ihr, worüber ich mich ziemlich doll freue im Moment? Und zwar waren ja jetzt die letzten Monate, wo es eigentlich hätte warm sein sollen. Oder so ein bisschen warm war es ja tatsächlich. War das Make-up ja doch ein bisschen reduzierter. Es ist Zeit für Full-Coverage-Make-up wieder und ich freue mich da riesig drauf. Weil im Sommer, ganz ehrlich, habe ich dieses Jahr das erste Mal selber gemerkt, muss nicht sein. Also es war teilweise eher bei mir so, dass ich gar kein Make-up getragen habe dieses Jahr. Für was? Für wen? Wozu? Ne? Und jetzt, wo es endlich wieder ein bisschen kühler wird, kann man auch endlich wieder das Cake-Face tragen, so wie ihr es kennt, so wie wir es lieben. Zum Setten benutze ich das Huda Beauty Puder. Ich habe mir das jetzt nochmal in einer anderen Farbe gekauft, und zwar Pound Cake. Ist ein bisschen gelblicher, das andere war etwas zu rosa. Ich gehe nur ganz leicht hier mit dem Tool rein, sette damit nur ganz leicht erstmal. Und dann benutze ich ein Puder, was ihr, das werdet ihr morgen, nee, Freitag, Freitag werdet ihr das sehen. Freunde, ich habe eine Marke getestet, über die ganz Amerika spricht, aber hier in Deutschland niemand. Und deswegen benutze ich das jetzt hier, Jason Wu. Das Video dürft ihr nicht verpassen, weil das ist preislich schon ein bisschen noch Drogerie, vielleicht so L'Oreal-Preise, aber so krasse Qualität, das ist einfach unglaublich. Ich starte für euch einmal den Schnelldurchlauf und dann geht's mit der Lidschattenpalette los. Und so sieht die Base doch schon einmal super, super schön aus. Freunde, wir swatchen einmal ganz kurz ein paar Farben. Ich gehe jetzt hier einfach mal random rein. Honey, Pecan, Sweet Cheeks. Wow, super, super cremig. Und vielleicht noch hier Oktober. Das sind nämlich die Farben, die ich jetzt nicht unbedingt benutzen möchte, weil ich einfach wirklich in die grüne Richtung gehen möchte. Also die Schimmers sind butterweich. Die Matts fühlen sich gut an. Ich finde, Swatchen ist eh immer schwierig, aber ich glaube, beim Schimmer seht ihr schon einiges. Ich mache mir ganz kurz mal die Finger sauber und wir swatchen noch ein paar mit dazu. Spiced Coral, super leuchtendes Orange. Also ihr seht, ne, die sind alle recht nah in der Farbfamilie, aber nicht zu nah. Und das Schöne ist, ich sage das ja immer wieder in meinen Videos, dass dadurch, dass die Farben sehr nah beieinander sind, ist das Blenden auch einfach. Oh, diese Schimmer sind butterweich. Ich mache mir mal die Hand ein bisschen sauber. So könnt ihr meine Base nochmal von Namen sehen. Seid mir nicht böse, wenn ich heute einen einheitlichen Look mache. Ich möchte nämlich, dass es so ästhetisch wie möglich ist und dass ihr seht, wie die Farben sind. Wenn ihr wollt, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Mache ich auch nochmal einen zweiten Look, vielleicht in einem anderen Video. Aber gebt euch auf jeden Fall bei Instagram noch ein Feedback. Und falls ihr die Palette schon getestet habt, schreibt doch den anderen aus der Community gerne ein paar kleine Tipps, Tricks und Hinweise. Ich nehme hier einen fluffigen Blendepinsel und ich starte als erstes mit Clover. Das ist hier so ein Braun. Übrigens, die Palette hat einen sehr, 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 sehr großen Spiegel, den ich heute nicht benutze. Ich lege die Palette jetzt einmal vor mich ab und greife zu meinem Spiegel. Und ich starte mit der Farbe hier in der Lidfalte. Ich möchte so ein bisschen, und das ist eine kleine Anekdote, die ich euch da erzählen kann. Ich war mal auf einer Masterclass von Stacey Marie. Da war sie da und hat uns Tipps und Tricks gegeben, wie sie Make-up macht. Und sie hat mit wirklich der dunkelsten Farbe angefangen. Und seitdem ich bei dieser Masterclass war, mache ich das auch. Aber ich habe es für mich herausgefunden, dass es schöner wird, wenn ich nicht die dunkelste Farbe nehme, sondern die zweitdunkelste. Also ich verblende das Ganze erst mit einer helleren Farbe in der Crease
und arbeite mir dann erst hell und dann dunkel. Sie hat das wie mit Facetune verglichen, denn bei Facetune kann man auch so tappen und dann wird die Stelle dunkler und ihr könnt damit Tiefe erzeugen. Ich habe jetzt natürlich eine trockene Base. Sie arbeitet immer mit feuchten Bases. Dadurch haften die Lidschatten natürlich besser. Ich finde aber, wenn es trocken ist, kann man es ein bisschen besser verblenden. Wobei ich jetzt hier auch ehrlich gesagt nicht das Problem habe, dass die Farbe soft ist. Und die Farbe funktioniert super, super gut. Ich finde, auch dadurch, dass wir hier von Rot und Grün was haben, ist das auch für viele verschiedene Augenfarben gut. Ich finde, ich bin generell kein Fan davon zu sagen, okay, die Farbe mit den Augen kann nur die Farbe als Lidschatten tragen. Ich habe ja auch so ein Mischmasch aus Grün und Braun so ein bisschen. Oder andersrum. Ich weiß es nicht mehr. Früher war es richtig krass. Mittlerweile, wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass sie beide nicht ganz einheitlich sind. Aber ich finde, man kann jeden Lidschatten tragen und ganz ehrlich, do whatever you like. Die Farbe ist einmal aufgetragen, erstmal so grob. Ich mache den Pinsel ganz kurz ein bisschen sauber. Nicht ganz sauber, sondern nur, dass das gröbste Pigment weg ist. Aber ein bisschen will ich tatsächlich noch da behalten und ich gehe in die Farbe Sable oder Sable, arbeite mir den Pinsel richtig gut voll. Und diese Farbe setze ich jetzt direkt an die Kante. Ich will nicht zu weit damit nach oben gehen. Ich will nämlich so viele Farben, es geht, in diesen Blend mit reinkriegen. Aber um dieses dunkle Grün auszublenden, wow. Das ist halt das Schöne, ne? Wenn ihr so viele Farben zur Auswahl habt und ihr die Zeit habt, könnt ihr einfach wirklich Millimeter für Millimeter nach außen blenden und habt dann auch diesen krassen, krassen Blend. Hier habe ich schon ziemlich gut mit ausblenden können, mit einem Pinsel. Jetzt wechsle ich den Pinsel und gehe. Eigentlich wollte ich gerne Sweat nehmen, würde ganz gut passen. Aber ich glaube, wir müssen in die Farbe Moss reingehen als erstes. Das ist hier dieses super schöne Grün. Das sieht in der Kamera knalliger aus, als es ist. Tatsächlich ist das nicht so ein Neongrün wie beispielsweise die aus der Oscar-Palette. Das war ja ein Grün, da hatten einige von euch gesagt, dass euch das zu viel ist. Das ist ein schöner heller Ton, aber nicht zu doll. Und boom, schieß hier. Das Schöne ist, bei den Be Perfect Lidschatten, das ist mir damals schon aufgefallen, dass man da super gut ausblenden kann mit. Also, die sind recht trocken, aber nicht trocken im Sinne von pudrig trocken, sondern so, dass die Pigmente sehr, sehr gut sich miteinander verblenden lassen. Und ich gehe einfach damit jetzt hier rüber und habe wirklich einen recht weichen Blend. Und gleich gehe ich noch in dieses knallige Gelb, um punktuell Highlights zu setzen. Wie gesagt, ich wiederhole mich wahrscheinlich zum 10. Mal jetzt, aber durch diese verschiedenen Farben, die alle in derselben Farbfamilie sind, könnt ihr schönere Blends machen. Wenn ihr Probleme habt mit Verblenden von Lidschatten, dass es weich ist, habe ich ja auch oft. Ja? Ich bin ja nicht die größte Blendemaus, aber wenn ich die Auswahl habe an vielen Farben, die ähnlich sind, look at that. Is it Niki Tutorials or is it Maxim Giacomo? You don't know. Jetzt möchte ich mit demselben Pinsel in die Farbe Buttercup gehen. Im Prinzip könntet ihr jetzt sogar auch hier in Pretty Peachy gehen. Ich will aber wirklich hier mal bleiben heute. Sehr pigmentiert und damit gehe ich einfach hier außen rüber. Wow. Super pigmentiert und dann drehe ich den Pinsel in den grünen Bereich wieder. Könnte einer meiner liebsten Looks werden gerade. Ich nehme den Pinsel von eben wieder, den vorherigen, gehe hier wieder lang, weil ab und zu er so ein bisschen gelb mit nach unten rutscht und dann gehen wir wirklich in die dunkelste Farbe erstmal und zwar Antidote. Was heißt denn das? Übersetzer? Gegenmittel. Ah, okay. Macht Sinn. Ich bin ins Gegenmittel gegangen und platziere mir das jetzt ganz punktuell in die Mitte, um mir die Crease zu verdunkeln. Bleibe wirklich, ich nehme den Pinsel so ein bisschen weiter von oben und gehe hier einfach so in Wischwaschbewegungen durch, weil es ist tatsächlich noch nicht die dunkelste Farbe. Wunder, wunderschön. Mit dem kleinen Pinsel gehe ich in die Farbe Mystic. Das ist ein Schwarzgrün und mische ein bisschen Antidot mit rein und kann damit hier vorne nochmal punktuell ein bisschen verdunkeln. Ganz gerade 90 Grad Winkel in die Crease. Im Prinzip könnten wir auch einen All-Matt-Look schminken. Möchte ich heute nicht. Ich möchte wirklich die Shimmer benutzen. Und zwar so viele, wie es nur geht. Was sagt ihr? Wie gefällt euch der Look bis jetzt? Wie gefällt euch die Performance der Palette vor allen Dingen? Ne? Wir dürfen nicht vergessen, wir haben keine Lidschattenbase verwendet. Ich ziehe mir eine Cut-Crease und dann geht's weiter.
Das ging super schnell. Ich habe hier einen Pinsel benutzt, der ist recht neu von Letizia. Er fragt mich immer nach Pinseln und ich sage immer wieder die Letizia Lehmann Pinsel. Das ist der T12, der ist recht neu und der ist super dünn. Also der ist perfekt für die Augenbrauen, perfekt für Eyeliner, you name it. Ich verblende das Ganze einmal kurz hier so ein bisschen. Gehen wir als erstes mit einem Finger rein und zwar, ich kann mich nicht entscheiden, die sind alle so schön. Wir starten mit Venom. Und ich presse mir das erstmal rauf. Dadurch, dass die Base jetzt noch nass ist, habe ich natürlich einen recht soften Effekt bei Schimmern. Und dann nehme ich mir einen Pinsel und gehe außen in die Farbe Granit. Auch super cremig. Ich weiß nicht, ob ihr die Natasha Denona Lidschatten kennt, die Cream Lidschatten. Ungefähr so fühlen die sich jetzt an am Finger gerade. Für den Übergang in Grunge hier außen, super schön. Dadurch, dass ihr halt wieder so viele verschiedene Schimmerfarben habt, habt ihr einfach ein sehr. Guck mal, je nachdem, wie ich mich drehe, wechselt die Farbe. Und vorne gehe ich in die Farbe Simmer, das ist so ein Gold, in die Crease und ziehe das hier rüber. Und habt dann wirklich so eine Bewegung mit drin. Ihr könnt auch ein bisschen Gelb mit reinmischen, dann wird das Ganze noch ein bisschen heller. Und boom. Wow. Ich mache den unteren Wimpernkranz, klebe mir Lashes drauf und bin gleich wieder zurück. Und das ist einmal der Look mit der Be Perfect und Stacey Marie Nummer 4 Palette. Freunde, ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Ich erkenne mich nicht wieder. So ein Look habe ich eine ganze Weile nicht mehr geschminkt. Er sieht super aufwendig aus. Aber ihr habt gemerkt, so lange hat es gar nicht gedauert. Und ich weiß, dass ihr das auch schaffen werdet, dadurch, dass wir sehr, 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 sehr viele Farbabstufungen haben. Wunderschöne Schimmer. Ich habe mir noch ein bisschen was ins Inner Corner gegeben. Trage auch als Lashes meine eigenen 100K und habe mir so ein bisschen was auf die Lippen gegeben. Was ich auf den Lippen trage, seht ihr Freitag. Freunde, was sagen wir? Wie gefällt euch der Look? Ich bin unglaublich überwältigt von der Qualität. Wobei nicht überwältigt, sondern bestärkt in der Qualität, weil sie einfach super gut funktioniert hat und sehr, sehr schön ist. Ich lasse euch den Link zu der Palette und den Code einmal unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Ansonsten gibt es viele, viele tolle weitere Produkte von Be Perfect. Auch da könnt ihr gerne mal durchschauen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen oder die eine oder andere von euch was mit dabei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!